Dresdner Prominente lesen täglich Adventsgeschichten. Der literarische Kalender vom Sozietätstheater und dem Dresdner Barockviertel. O. Henry, die Weihnachtsansprache. Es gibt keine Weihnachtsgeschichten mehr. Die Fantasie ist erschöpft und Zeitungsnotizen, die zweitbeste Quelle, werden von klugen jungen Journalisten geschrieben, die frühzeitig geheiratet haben und mit einer pessimistischen Lebensauffassung kokettieren. Deshalb bleiben uns für die Zerstreuung an Festtagen zwei sehr fragwürdige Quellen: Tatsachen und Philosophie. Wir werden beginnen mit, nun, der Name tut nichts zur Sache. Kinder sind verteufelte kleine Geschöpfe und wir müssen mit ihnen in verwirrend vielen Situationen fertig werden. Besonders wenn sie von kindlichem Schmerz überwältigt werden, stehen wir am Ende unserer Kunst. Wir erschöpfen unseren armseligen Vorrat an Trost und beschwindeln dann die schluchzenden Geschöpfe, bis sie einschlafen. Danach wühlen wir im Staub von Millionen Jahren und fragen Gott, warum. So versuchen wir, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Was die Kinder betrifft, so werden sie nur von alten Kindermädchen, Buckligen und Schäferhunden verstanden. Jetzt komme ich zu den Tatsachen des Falls der Stoffpuppe, des Landstreichers und des 25. Dezember. Am 10. dieses Monats verlor das Kind des Millionärs seine Stoffpuppe. Zahlreiche Diener lebten in dem Millionärspalast am Hudson und sie alle durchsuchten das Haus und das Grundstück, ohne aber den verlorenen Schatz zu finden. Das Kind, ein 5-jähriges Mädchen, war eines dieser verdrehten kleinen Biester, die oft die Gefühle ihrer reichen Eltern verletzen, weil sie ihre Zuneigung einem gewöhnlichen, billigen Spielzeug schenken, anstatt brillanten, besetzten Autos und Ponywagen. Das Kind trauerte tief und echt, was dem Millionär völlig unverständlich war, da ihn die Stoffpuppenindustrie ebenso wenig wie eine Benzinmarke aus Massachusetts interessierte. Und was die Dame des Hauses, die Mutter des Kindes, betraf, so bestand sie nur aus guten Manieren. Das heißt, beinahe nur aus guten Manieren, wie Sie sehen werden. Das Kind weinte untröstlich, bekam tiefliegende Augen und X-Beine, wurde dürr und auch sonst sehr schwierig. Der Millionär lächelte und tastete vertrauensvoll seinen Geldschrank ab. Die Spitzenerzeugnisse der französischen und deutschen Spielwarenindustrie wurden von Spezialboten an den Millionär geliefert. Aber Rachel war weit davon entfernt, sich beruhigen zu lassen. Sie weinte ihrer Stoffpuppe nach und umgab sich gegen allen ausländischen Unsinn mit einer hohen Schutzmauer. Dann wurden die Ärzte mit feinsten Krankenbesuchsmanieren und Stoppuhren zu Rate gezogen. Einer nach dem anderen hielt nutzlose Vorträge über eisenhaltiges Peptomanganat, über Seereisen und Hypophosphite, bis ihnen ihre Stoppuhr zeigte, dass die zu stellende Rechnung ihr Mindestzoll erreicht hatte. Da sie Männer waren, empfahlen sie das Auffinden der Stoffpuppe und möglichst schnelle Rückgabe an die trauernde Mutter. Das Kind rümpfte die Nase über die Medizinen, lutschte am Daumen und jammerte nach ihrer Betsy. Dauernd kamen Telegramme vom Weihnachtsmann, in denen stand, dass er bald eintreffen werde und allen empfehle, eine wahre Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen und sich wenigstens eine Zeit lang nicht mit Spielsälen, Versicherungspolicen und Aufrüstung zu befassen, damit man ihn gebührend empfangen könne. Überall begann sich Weihnachtsstimmung auszubreiten. Die Banken gaben keine Kredite, die Pfandleiher hatten ihre Angestelltenzahl verdoppelt, auf den Straßen zerstießen sich die Leute gegenseitig mit roten Schlitten die Schienbeine. Auf den Schanktischen brodelten die heißen Getränke, während man in der Menge eingekeilt auf einem Fuß stehend wartete. In den Schaufenstern hingen die Stechpalmenkränze der Gastfreundschaft und die Leute holten ihre Pelze hervor, wenn sie welche besaßen. Man wusste gar nicht, was für Kugeln man nehmen sollte. Christbaum, Motten oder Marzipankugeln. Es war nicht der richtige Zeitpunkt, die heißgeliebte Stoffpuppe zu verlieren. Wenn man Sherlock Holmes hinzugezogen hätte, um das geheimnisvolle Verschwinden aufzuklären, dann wäre ihm sehr bald im Zimmer des Millionärs ein Bild der Vampir aufgefallen. Daraus hätte er sehr schnell einen seiner berühmten Schlüsse gezogen. Ein Stück Stoff, Knochen und eine Haarsträhne. Flip, der Scotch Terrier, nach der Stoffpuppe der liebste Spielgefährte des Kindes, sprang durch die Zimmer. Die Haarsträhne, aha, gesucht ist X, X ist die Stoffpuppe. Aber der Knochen? Naja, wenn Hunde Knochen finden, tragen sie, da ist die Lösung.
Es war ein einfacher und erfolgreicher Einfall, Flips Vorderpfoten zu untersuchen. Sehen Sie, Watson, Erde, getrocknete Erde zwischen den Krallen. Natürlich der Hund, aber Sherlock war nicht hier. Deshalb kam niemand auf diesen Gedanken. Ortskenntnis und Architektur müssen jetzt zu Hilfe kommen. Der Palast des Millionärs hatte fürstliche Ausmaße. Vor dem Haus lag ein Rasenteppich, so kurz geschnitten wie der 2 Tage alte Bart eines Südirländers. An einer Seite des Hauses stand eine beschnittene Heckenlaube. Außerdem lagen dort die Garagen und Ställe. Der kleine Scotch hatte die Stoffpuppe aus dem Kinderzimmer entführt, sie zu einer Ecke des Rasens geschleift und sie wie ein unordentlicher Leichengräber in ein Loch verscharrt. Jetzt haben sie das Geheimnis gelöst und brauchen keine Schecks für medizinischen Zauber auszuschreiben oder lange, unnütze Gespräche mit Polizeiwachtmeistern zu führen. Aber lasst uns jetzt zu dem Kernpunkt der Sache kommen, ungeduldige Leser, dem weihnachtlichen Kernpunkt. Fassi war betrunken, nicht lärmend, hilflos oder geschwätzig, wie es Ihnen oder mir vielleicht in so einem Falle geht, sondern still, gemessen und harmlos, wie ein Gentleman, den das Glück verlassen hat. Fassi war vom Unglück verfolgt. Die Landstraße, der Heuschober, die Bank im Park, die Küchentüre, der Rundgang nach einem Bett mit Duschzwang im Obdachlosenasyl, kleine Diebereien, die mangelnde Freigebigkeit in den großen Städten, das alles waren die Stationen seines Lebens. Fassi ging die Straße zum Fluss hinunter, die an dem Haus und dem Grundstück des Millionärs entlang führte. Er sah ein Bein von Betsy, der verlorenen Stoffpuppe, aus ihrem unwürdigen Grab an der Ecke des Zaunes wie der Zeuge eines geheimnisvollen Lilliputaner-Mordfalls hervorragte. Er zog die misshandelte Puppe hervor, klemmte sie unter den Arm und setzte seinen Weg fort, wobei er ein Landstreicherlied brummte, das nicht für die Ohren einer Puppe bestimmt war, die aus einem wohlbehüteten Haus stammte. Wie gut für Betsy, dass sie keine Ohren hatte. Und gut, dass sie auch keine Augen hatte, außer runden, schwarzen Flecken. Denn Fassi und der Scotch-Terrier glichen sich wie Brüder. Und kein Herz einer Stoffpuppe hätte es zum 2. Mal ertragen, die Beute solcher furchterregender Ungeheuer zu werden. Wahrscheinlich werden sie nie in diese Gegend kommen. Aber am Flussufer, in der Nähe der Straße, die Fassi hinunterging, lag Grogans Kneipe. Bei Grogans herrschte bereits eine ausgelassene Weihnachtsstimmung. Fassi trat mit seiner Puppe ein. Er fragte sich, ob er nicht als Possenreißer bei einem Trinkgelage ein paar Tropfen aus dem Humpen erben könne. Er setzte Betsy auf den Bartisch, unterhielt sich laut und witzig mit ihr und schmückte seine Rede mit übertriebenen Komplimenten und Zärtlichkeiten wie einer, der seine Freundin unterhält. Den herumstehenden Landstreichern und Säufern gefiel die Posse und sie brüllten vor Lachen. Der Barkellner gab Fassi etwas zu trinken. Oh, viele von uns tragen eine Stoffpuppe mit sich. Einen für die Dame, schlug Fassi etwas frech vor und schüttete sich einen weiteren Lohn für seine Darbietung hinter die Binde. Er erkannte Betsys Möglichkeiten. Der erste Abend war ein voller Erfolg. Visionen einer Gastspieltournee stiegen in ihm auf. In einer Gruppe am Ofen saßen Pigeon McCarthy, Black Riley und 1 Uhr Mike, berühmt und berüchtigt in dem nahen Armenviertel, das wie ein schwarzer Fleck das linke Flussufer verunzierte. Sie tauschten eine Zeitung untereinander aus. Die Anzeige, auf die jeder mit seinem plumpen Zeigefinger deutete, trug die Überschrift $100 Belohnung. Um sie zu erlangen, musste man eine verlorene Stoffpuppe zurückbringen, die in dem Haus des Millionärs verloren gegangen oder gestohlen worden war. Es schien, als tobte der Schmerz noch immer unvermindert in der Brust des allzu anhänglichen Kindes. Flip, der Scotch-Terrier, machte Kapriolen und schüttete seinen komischen Schnurrbart vor ihr, aber er konnte sie nicht zerstreuen. Sie suchte weinend in den Gesichtern der laufenden, sprechenden, Mama schreienden und augenschließenden französischen Puppen nach ihrer Betsy. Das Inserat war die letzte Rettung. Black Riley kam hinter dem Ofen hervor und schlenderte geradewegs auf Fassi zu. Der weihnachtliche Possenreißer, vom Erfolg geschwellt, hatte Betsy wieder unter den Arm geklemmt und wollte gerade weggehen, um seine Stegreifvorstellungen woanders zu geben. »Hör mal, Strolch«, sagte Black Riley, »wo hast du diese Puppe geklemmt?« »Die Puppe?«, fragte Fassi und berührte Betsy mit dem Zeigefinger, als wolle er sicher gehen, dass sich die Frage auf Betsy bezog. »Wieso?« »Diese Puppe hat mir der Kaiser von Belutschistan geschenkt. In meiner Heimat, Newport, habe ich 700 Puppen. Diese Puppe,
Lass diesen Quatsch, sagte Riley. Die hast du organisiert oder gefunden, da oben in dem Haus, wo... Aber das ist egal. Ich biete dir 50 Cent für den Lumpen, aber nimm's schnell. Das Kind meines Bruders zu Hause möchte vielleicht damit spielen. Also was ist? Er zog die Münze hervor. Fassi lachte ihm eine gurgelnde, unverschämte Schnapsfahne ins Gesicht. Gehen Sie in das Büro von Sarah Bernhards Manager und bitten Sie ihn, dass Sie an einem Abend anstatt im Theater, in der Volkshochschule oder im literarischen Zirkel einer Kleinstadt auftreten möchte. Sie würden genau so ein Lachen zu hören bekommen. Black Riley schätzte Fassi schnell mit seinen Heidelbeeraugen ab, wie es Ringkämpfer zu tun pflegen. In seiner Hand zuckte es, ihm einen Doppel-Nelson anzusetzen und die Stoffpuppe Betsy dem improvisierten Hans Wurst zu entwinden, der, ohne es zu wissen, einen Engel mit sich führte. Aber er hielt sich zurück. Fassi war wohlgenährt, kräftig und groß. Ein 8 cm dicker, wohlgenährter Schmerbauch, nur mit schmutzigem Leinen gegen die winterliche Luft geschützt, füllte seine Weste und die Hose. Zahlreiche kleine Querfalten an seinen Jackenärmeln und den Knien bürgten für die Qualität seiner Knochen und Muskeln. Seine kleinen blauen Augen voller Selbstlosigkeit und Schnapsseligkeit blickten freundlich und